Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei den anderen Seiten. Wir haben für euch einen bunten Mix aus Kunst und Kultur in München vorbereitet. Viel Spaß dabei! Wir sind jetzt hier in der Kafka-Ausstellung in der Villa Stuck und neben mir steht Elena Perenier, die Kuratorin. Und darf ich mal fragen, wie kam es denn dazu, dass hier jetzt die Kafka-Ausstellung stattfindet? Es war vor ungefähr 2,5 Jahren, dann war die Idee, Kafka wird, es bekommt ein Jubiläumsjahr, 2024, 100 Jahre Kafka. Und ich habe persönlich so einen sehr starken Bezug zu Kafka und habe ich gerne mir so eine Ausstellung ausdenken wollen. Und dann haben wir das auch vorgestellt und ja, langsam einige KünstlerInnen akquiriert, die die Ausstellung bestücken. Und in der Ausstellung gibt es ja sehr viele verschiedene Künstler zu sehen, sehr viele verschiedene Kunstwerke. Wie haben Sie die Künstler zusammengestellt? Es ist eine Ausstellung, die keinen retrospektiven Blick wirft auf Kafka in der Kunst. Das ist nicht möglich, das ist zu viel. Und deswegen ist die Ausstellung, versteht sich wie ein theatralischen Parcours, eine Inszenierung durch Kafka-Welten, die zentrale Themen aus den Erzählungen und Schriften Kafkas sind, die sich wiederholen und von den ausgewählten KünstlerInnen aufgegriffen werden und visuell in ihren Werken thematisiert werden. Wir stehen jetzt hier ja auch schon vor einer sehr monströsen Maschine. Was hat es denn mit der auf sich? Die Erzählung ist, Reisender kommen auf eine Insel und dort steht ein Offizier mit diesem Apparat und erzählt, wie Verbrechern ihr Verbrechen tätowiert wird auf der Haut, also wirklich mit Nadeln, die sich immer tiefer eindringen auf der Haut, ihr Verbrechen reingeschrieben wird. Es ist eine Art Tattoo, es ist eine Art Brandmal, etwas, was auch sehr existenziell mit Kafka selbst zu tun hat, weil er das auch als Sinnbild des kreativen Schreibens, was er immer schmerzhaft empfunden hat, verstanden hat. Okay, dann gehen wir mal weiter. In diesem Raum haben wir über 7 Tage lang mit 2 Assistenten von Chiara Sciotta, das ist eine Künstlerin, die für diese Wollfadeninstallationen bekannt ist, haben wir ein Albtraum-Szenario inszeniert. Das sind Fäden, die wir von den Insektenfrauen aus dem vorigen Bereich nehmen, die führen in diese Welt der Träume. Und During Sleep heißt diese Installation, die hat sie auch häufig gemacht an vielen Orten der Welt. Es ist immer natürlich anders. Und bei uns ist es auch ein bisschen ein Sinnbild für dieses Gewebe, was auch die Ausstellung machen möchte, die Inszenierung, die so ineinander greift und weiterführt und natürlich gleichzeitig etwas Labyrinthisches hat. Und etwas, wo man sich auch verheddern könnte. Man könnte auch irgendwo hängen bleiben. Und das ist ein Gefühl, was wir in vielen Erzählungen von Kafka auch finden. Das kann auch in Paranoia münden. Das ist ja die schöne Erzählung Der Bau, die uns hier in diesem Bereich auch mit 2 wichtigen Arbeiten, einmal diese Ameisenfarm von Ronnie Horn und auf der anderen Seite haben wir hier ein Kellermodell von Thomas Schütte mit einer unlogischen Architektur, ganz viele Treppen, die hinauf, hinunterführen und man weiß ja auch nicht, wo man ist und was dann, was der Zweck auch von diesem Ganzen sein soll. Wir sind jetzt hier noch auf eine ganz interessante Arbeit gestoßen,
einen Abfluss in der Wand. Worum geht es denn in der Arbeit? In diesem Bereich geht es auch um die Durchlässigkeit von Räumen. Also es ist eine Möglichkeit, ein Fenster in ein Ungewisses. Ich mag diese Arbeit sehr gerne, weil da auch viele Aspekte der Ausstellung zusammengefasst sind. Also ein Blick vielleicht nicht nach außen in die Gesellschaft, die normierte Welt, sondern da, wo die dunkelsten Geheimnisse der Familien sein könnten, Essensreste, Kosmetikreste, alles landet da. Damit kommen wir wirklich zum Amt, wo Schreibmaschinen, Excel-Tabellen und Machtmissbrauch uns begegnen in diesem Raum. Dieses Abstrakte ist eine Excel-Tabelle, wo der Künstler Ignacio Uriarte alle Tage im Leben von Franz Kafka notiert hat. Und daraus ergibt sich ein abstraktes Muster und es funktioniert wie die Baumrinne. Pro Tag des Lebens gibt es so ein kleines Muster, was aber eigentlich an sich ganz präzise und bürokratisch auch korrekt stattgefunden hat. Das ist ein sehr schönes Gemälde von Tetsuya Ishida, ein in Japan sehr bekannter Maler, der vor allem die Wirtschaftskrisen in Japan bearbeitet. Und da gibt es, da werden die Leute leben begraben unter dem Straßenbau. Und hier zwei witzige Pförtnersituationen von Andreas Kurski. Kleinere Formate von ihm, einmal in einer Firma, einmal beim Passkontrollen. Und ich finde, wenn man das gesehen hat, geht man runter mit dem Aufzug zu unserer Kasse, sieht es genau das Gleiche. Und ja, das ist auch ein Ziel der Ausstellung. Wir möchten auch den Blick ein bisschen verändern und beeinflussen, wie man dann andere Dinge später auch sieht. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Wir drehen jetzt noch eine Runde durch die Ausstellung und führen noch zwei Künstlergespräche. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, es war schön, dich kennenzulernen. Was genau ist denn der Bezug in deinen Arbeiten zu Kafka? In dieser Ausstellung sind zwei Arbeiten zu sehen. Zunächst zu dieser Krawatte. Die habe ich entworfen und getragen bei einem Vortrag in Köln an der Allianz Akademie. Ich war dort eingeladen, einen Vortrag zu halten vor Versicherungsmitarbeitenden, in dem ich dann auch die Möglichkeit hatte, auf Katastrophenmodelle einzugehen und die Notwendigkeit der steten Angstproduktion, von der die Versicherungsbranche im Wesentlichen lebt. Inhalte also, die dort nicht erwartet waren an diesem Abend und deshalb auch ein gewisser Reiz für mich darin bestand, diesen Rahmen dafür zu nutzen. Die Krawatte war auch eine Anspielung auf die kafkaesken Krawattenmuster, die Versicherungsmitarbeitende gerne tragen, um ihr Gegenüber psychologisch zu zermürben und so den Vertragsabschluss zu erzwingen. In diesem Film mit dem Titel Die Befragung geht es um Befragungen von Asylsuchenden. Diese Situation habe ich dann in einem Theaterstück inszeniert an den Münchner Kammerspielen unter Beteiligung des Publikums. Es wurden immer nur zwei Leute eingelassen in das Stück, die sich dann in der Rolle von Auszubildenden wiedergefunden haben. Und es heute eben in dieser Lektion um die Techniken der Befragung von Asylsuchenden geht. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Wir stehen hier in der Arbeit Border Act, die besteht aus 7 Virtual Reality Filmen. Das heißt, es sind Filme, die sphärisch gefilmt wurden mit 14 Kameras, was zur Folge hat, dass die Betrachter, Betrachterinnen den Blickpunkt frei wählen können. Die Filme stellen die Erstanhörung nach. Die Erstanhörung ist der wichtigste Termin im Asylprozess für Asylbeantragende. Diese Interviewsituationen mit Befragenden und Dolmetschern wurden nachgestellt bzw. auch vorgegriffen, bevor diese Interviews stattfanden mit realen Geflüchteten. 2016 hatte ich die Möglichkeit, mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Und es geht um die Verhandlung von Realität bzw. auch, wie stellt sich Realität bzw. Wahrheit dar und wie lässt sie sich abbilden. Deswegen ist dieser Point of View, also der Blickpunkt, auch besonders wichtig für mich in diesem Projekt,
dass tatsächlich die Betrachterinnen auch frei wählen können, ob sie befragt werden möchten oder sich den Befragten, also den Asylbeantragern zuwenden. Ihr Bezug zu Kafka stellt sich hier in diesem Stockwerk allgemein dar, durch die Beziehung zum Verhör, der Verhörsituation und mitunter auch, was man allgemein kennt als Kafkaesque, also überbordende Bürokratie, Prozesse, die nicht nachvollziehbar sind, Fragenkataloge, in denen die Befragten ausgesetzt sind, ohne konkret zu wissen, was denn tatsächlich von ihnen gewollt wird. So, das war's jetzt mit der Kafka-Ausstellung. Eine sehr vielschichtige und verwobene Ausstellung, die ganz verschiedene Emotionen bei mir ausgelöst hat. Also super empfehlenswert, mal vorbeizuschauen. Und auch wenn es hinter mir gerade nicht so aussieht, die Ausstellung ist komplett barrierefrei zugänglich. Tschüss! Jetzt befinden wir uns schon mitten in der Ausstellung Verbotene Bücher im Literaturhaus München. Und neben mir darf ich eine der Kuratorinnen, Anna Seethaler, begrüßen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Freue mich. Gleich eine Frage vorweg. Wir sind ja überall Baugerüste. Ist das das Konzept der Ausstellung? Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Tatsächlich ist das Gerüst dieses Mal die szenografische Gestaltung, das Konzept, das bauliche Konzept der Ausstellung. Es ist zum einen eine Anlehnung oder ein Zitat eines Kunstwerkes, das es 2017 auf der Documenta in Kassel gab. Und zwar war das eine Installation der argentinischen Künstlerin Marta Minujín, das Parthenon of Books, das Parthenon der Bücher. Und es basierte auf einer Forschungsliste. Und im Rahmen der Vorbereitung der Kunstinstallation in Kassel wurde diese Forschungsliste, die Kasseler Liste, ins Leben gerufen von einem Forschungsteam in Kassel. So komme ich wieder zurück zur Ausstellung. Denn zum Ganz kurz einen, noch zur Forschungsliste. Ja. Was haben die genau geforscht? Die Kasseler Liste ist eine Online-Datenbank, die weltweit im Web frei zugänglich ist und alle verbotenen Bücher auflistet. Wir haben eine kleine Medieninstallation oder einen kleinen Monitor, auf dem man die Kasseler Liste schon durchsuchen kann und natürlich dann bei weiterem Interesse zu Hause diese Suche fortsetzen kann. Und diese Datenbank wächst mit. Also die ist nicht abgeschlossen und anhand der Quellen, denn es sind sehr viele Kooperationspartner, die daran mitgewirkt haben, kann man sich auch die Gründe für die Verbote noch näher ansehen. Und wie Sie später auf unseren Fensterbildern in der Ausstellung sehen können, ist das Gerüst hier ein Zitat dieser Installation, ebenso wie wir uns inhaltlich auf die Kasseler Liste stützen, da wir hier sehr eng mit den ExpertInnen Nicola Rosbach, die Professorin aus Kassel, und Herrn Florian Gassner, dem Professor in Vancouver, zusammengearbeitet haben. Sehr spannend. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen Peak Preview mit den 8 Büchern erwähnt. Jetzt sehe ich aber auch hier im Hintergrund, dass da eine Dreiteilung herrscht. Können Sie da vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Dreiteilung kam und welche Themen da besonders jetzt hier in den Fokus gerückt sind? Der Hauptteil unserer Ausstellung legt den Fokus auf unsere globale Gegenwart. Und hier haben wir natürlich überlegt, wie man hier Buchverbote weltweit in unserer Zeit strukturieren kann und sind sehr schnell auf 3 Begriffe gestoßen. Politik, Moral und Religion, die weltweit noch bis heute Gründe sind, aus denen Bücher verboten wurden. Bezieht das Literaturhaus auch Stellung dazu oder ist es eher deskriptiv dann? In unseren 3 Stationen zu den 3 Begriffen steht jeweils ein Buch im Vordergrund und so ist es bei der Station Religion Salman Rushdies Die satanischen Verse, das hier als Beispielbuch herausgepickt wird und anhand der Geschichte dieses Buches und auch des Autors bis in die Gegenwart wird hier dargestellt, was es mit dem Buchverbot auf sich hatte, wie sich das auch äußerte oder welche Auswirkungen es auf unsere Gegenwart hat. Also kann man das Buch selber, also einige von den Exponaten hier auch in die Hand nehmen und in den blättern? Genau, das ist in dieser Ausstellung tatsächlich auch ein großer Fokus, dass wir wirklich das Publikum zum Lesen, zum
die Bücher reinschauen, auffordern möchten. Und so haben wir nicht nur unsere Schwerpunktbücher in vielen, auch verschiedenen Übersetzungen jeweils in der Station liegen, dass diese wirklich in die Hand genommen werden können und vielleicht einmal selbst nach gewissen Szenen gesucht werden kann. Und wir haben zudem auch in jeder dieser drei Stationen ein Bücherregal, in dem wir weitere exemplarische Bücher aufgestellt haben, und auch diese Bücher gibt es in einer kleinen Leseecke zum Durchblättern. Und wir haben auch in dieser Ausstellung einige Elemente zum Mitmachen, teilweise bis hin zu Spielen. So haben wir in jeder Station auch ein Element, bei dem man selbst gefordert ist, sozusagen Buchverbote oder Zensur zu umgehen. Also ist eine Ausstellung mit Mitmachcharakter? Genau, mit Mitmachcharakter. So haben wir beispielsweise in der Station Moral ein Puzzle, auf dem ein Text gedruckt ist, der zu einer bestimmten Zeit verboten war, ein eher schlüpfriger Text, der zusammengesetzt werden kann und so hier sozusagen die Textteile erfahren. Wir haben auch einen gewellten Spiegel, der das Lesen erschwert, bei dem man selbst gefordert ist, sich zu bewegen, um es lesen zu können. Und wir haben auch eine kleine Videoinstallation im Kapitel Politik, in dem ein Text projiziert wird, der nach und nach verschwindet und wieder erscheint. Ja, sehr schön. Gibt es auch ein Begleitprogramm denn zu der Ausstellung? Auch bei dieser Ausstellung haben wir wieder ein sehr vielfältiges Begleitprogramm. So haben wir Lesungen, Diskussionen, Filmabende, alles rund ums Thema. Also lohnt sich der Blick auf die Website? Der Blick auf die Website lohnt sich auf jeden Fall. Es wird auch alles nach und nach aktualisiert. Es kommen immer wieder neue Dinge auch im Begleitprogramm hinzu. Sehr schön. Jetzt haben wir doch sehr angenehm sozusagen über alles gesprochen, aber es ist ja durchaus eine Ausstellung, die auch polarisieren könnte. Gab es denn da was, was besonders strittig war bei Ihnen? Also in die Haare geraten sind wir uns tatsächlich nicht, aber wir haben natürlich im Ausstellungsteam sehr lang überlegt und diskutiert, wie man auf aktuelle, noch nicht abgeschlossene Debatten, die andauern, eingehen kann. Zum Beispiel die Debatte um die sogenannte Cancel Culture. Und da haben wir uns dafür entschieden, am Ausgang der Ausstellung einige Stimmen aus unserer demokratischen Meinungsvielfalt herauszugreifen, dem Publikum mitzugeben, damit zum einen das Publikum den Begriff schon einmal gehört hat und zum anderen, wenn es den Begriff wieder hört, vielleicht darüber nachdenken kann, wie verschiedene Personen, ExpertInnen auch für Zensur und Buchverbote darüber sprechen. Okay. Und nochmal zurück zu Cancel Culture. Was hat es denn damit genau auf sich? Können Sie es nochmal ganz kurz erläutern, den Begriff und auch im Kontext der Ausstellung? Mit der Ausstellung ist es uns ein Anliegen, eine Begriffsschärfung vorzunehmen. Und zum einen hier durch die Unterstützung der Zensurexpertin Nicola Rosbach und Florian Gassner zu erläutern, was Buchverbote und Zensur wirklich sind und was nur sogenannte Zensurpolemiken sind, also Kontexte, in denen sich auf Zensur berufen wird, es sich aber nicht um Zensur handelt. Und dass es stattdessen heutzutage eine Forderung nach Sensibilisierung, einem sensibleren Umgang mit Sprache gibt, was so gesehen keine Zensur von oben ist, sondern ein Aufruf an unsere demokratische Gesellschaft, an unser Miteinander, hier achtsamer miteinander zu sprechen und bei bestimmten Worten sensibler mit Sprache umzugehen. Wir haben am Ende bei den Audio-Statements einige Bücher ausgelegt, die teilweise auch aus dem Publikum kamen, die Gegenstand aktueller Debatten sind. Ja, spannend. Also für mich jetzt schon ganz angeregt und kann jedem nur wünschen, dass er auch die Ausstellung besucht und Diskussionen führen kann über was erlaubt ist und was nicht, was Verbot, was Sensibilisierung. Also ich danke Ihnen vielmals für den Einblick und wünsche noch viel Erfolg mit der Ausstellung. Dankeschön. Okay. Wir stehen hier auf dem roten Teppich im Münchner Matheser Kino. Hier findet gleich die Premiere von Wochenendrebellen statt. Ich treffe hier alle Beteiligten des Films und die echten Wochenendrebellen, Mirko und Jason.
Wir haben alle Verständnis für Ihre Situation. Aber mittlerweile stehen Jasons Ausraster auf der Tagesordnung. Nein! Ich lasse mir von einer Verschwörungstheoretikerin nichts sagen. Ich will da nur sitzen, Mami! Lass das Jason. Problem! Ja, Jason. Ja, aber das meint er ja nicht so. So was Verzogenes. Er ist Autist! Ich bin am Ende meiner Kraft. Und das würdest du sehen, wenn du mal mehr als 4 Tage im Monat zu Hause wärst. Was soll ich denn noch machen? Ich wäre auch gern mehr da. Hey Jason, bist du FC Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Ich bin Albert Einstein-Fan. Ich liebe Jason, aber ich kann nicht mehr. Ich will meinen Lieblingsverein. Okay, ich fahre am Wochenende mit dir ins Stadion. Wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren. In Ordnung. Abgemacht. Erste, zweite und dritte Liga. Das sind 56 Vereine, die schauen wir uns alle zusammen an. 56. Du hast es versprochen. Hallo Cecilio, wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Boah, das ist schon so lange her. Ich habe mich nicht unbedingt vorbereitet. Es war so, Marc hat mir während des Drehs so gesagt, wie ich was spielen soll. Und dann habe ich so gut wie möglich versucht, es hinzukriegen. Autisten haben ja wenig Mimik und Gestik. Wie hast du es geschafft, deine Mimik und Gestik so zu reduzieren für diesen Film? Naja, so ganz stimmt das ja nicht, weil die können bloß die Emotionen nicht so richtig deuten, wie wir es tun. Danke dir. Könnten Sie sich vorstellen, ein Kind mit Behinderung zu haben? Könnte ich mir das vorstellen? Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Jetzt gerade muss ich es mir ja vorstellen, um die Rolle zu spielen. Ja, ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Würden Sie etwas anders machen als der Vater vom echten Jason? Ja, ganz sicher. Ich habe sicher nicht diese unglaubliche Geduld, die Mirko hier an den Tag gelegt hat. Also es wäre jetzt sehr großspurig von mir zu sagen, ich könnte das alles. Hatten Sie vor dem Film schon Erfahrung mit Autismus? Ne, Erfahrungen nicht. Ich hatte halt das Laienwissen, das wir alle so ein bisschen haben. Angefangen von Rain Man und über die ganzen Artikel, die man halt so gelesen hat. Aber mehr wusste ich noch nicht. Da habe ich schon noch ein bisschen mehr gelernt. Was ich, glaube ich, am interessantesten fand für diesen Film ist, was Mirko sagt. Er sagt, es ist eine unsichtbare Behinderung. Das heißt, es ist kein Rollstuhl oder keine Blindenbinde, sondern es ist was man nicht sieht. Du siehst nur einen Vater und sein Kind, das sich aufführt. Und natürlich denkt jeder erstmal, ja, dann erzieh doch mal das Kind. Aber das hilft in dem Fall natürlich überhaupt nichts. Das heißt, man muss sich halt konstant erklären. Das nervt halt Mirko, aber ich glaube auch, das lässt sich nicht wirklich ändern. Und ich glaube, dass es mir als Schauspieler grundsätzlich gut tut, über meinen Tellerrand zu gucken. Und das ist, was unser Beruf ist auch. Ich glaube, jede Geschichte, die meine eigene Perspektive verlässt, bereichert mich. Vielen Dank. Was hat Sie an dieser Geschichte so fasziniert, dass Sie sie verfilmen wollten? Am meisten hat mich fasziniert, wie die Biografie die wahre Geschichte geschrieben war, weil die war so offen und ehrlich von Vater und Sohn auf ihren Reisen, dass sie mich wahnsinnig berührt hat. Als Regisseur eine Vater-Sohn-Geschichte zu erzählen, fand ich wahnsinnig spannend, weil ich jetzt auch späterer Vater geworden bin und einen Sohn habe und mich da auch sehr oft wiedererkannt habe, welche Verantwortung man hat und welche Geduld man haben muss. Und ich bin Fußballfan und das ist der erste Film, der mir angeboten wurde, wo Fußball eine wichtige Rolle spielt. Wir durften in den echten Stadien drehen, in Bayern. Ich war noch nie unten auf dem Platz, ich war immer oben. Und jetzt durfte ich auf einmal unten auf dem Platz und hatte dann so einen Ausweis und durfte dahin Motivbesichtigung machen. Ich war noch nie in Dortmund. Wir haben mit 80.000 Leuten gedreht und Köln und Düsseldorf. Und das in der Corona-Zeit, man soll keine Masken sehen. Da waren so viele Herausforderungen, die ich nicht an mir vorbeigehen lassen konnte. Wir haben den echten Autisten Jason von der ersten Drehbuchfassung, die ganze Vorbereitung bis zum letzten Schnitt im Schneideraum an unserer Seite gehabt. Er spielt sogar mit. Also ich hoffe, ihr empfehlt den Film weiter. Unbedingt. Vielen Dank. Hallo Jason und hallo Mirko. Habt ihr jeder mit gerechnet, dass eure Geschichte so erfolgreich wird? Also naja,
Er sagt immer ja. Ich sage, wir haben Donnerstag Kinostart und dann warten wir mal die Besucherzahlen tatsächlich ab. Der Film hätte es definitiv verdient aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Aber wie erfolgreich er tatsächlich am Ende wird, das hängt ja letztendlich davon ab, wie viele Besucher er dann wirklich haben wird. Schauen wir mal. Wir drücken uns selbst ein wenig die Daumen, aber vor allem diesem großartigen Team, die wirklich auch insbesondere Jason eine Teilhabe innerhalb des Entwicklungsprozesses gelassen haben, die meines Erachtens nach bisher einzigartig war. Ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gab. Wie zufrieden bist du mit deinem anderen Ich im Film? Wie gut hat Cecilio dich gespielt? Ich wüsste nicht, wie er es hätte besser machen können. Also es ist wirklich eigentlich nahezu perfekt. Das ist fast eine 1-zu-1-Kopie von mir, wie er spricht, wie er sich gestikuliert, wie er sich allgemein verhält. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber es ist sehr, sehr gut gelungen. Wir haben uns noch auf den Dreharbeiten kennengelernt für unsere Cameo-Szene. Wir haben ja einen kleinen Cameo-Auftritt in dem Film. Da habe ich Cito kennengelernt und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet. Und ab und zu übernachte ich auch mal bei ihm oder ich besuche ihn so. Also ja, wir haben uns jetzt kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch euch zu diesem Erfolg und einen schönen Abend im Kino. Tschüss. Wir sind hier im Literaturhaus München, paar Stockwerke über der Ausstellung Verbotene Bücher. Und neben mir darf ich Thomas Willmann begrüßen, Star-Autor von Das finstere Tal, was ja wirklich ein großer Publikumserfolg war und auch verfilmt worden ist. Und der Preisträger des diesjährigen Tukan-Preises mit seinem neuen Buch, Der eiserne Marquis. Jetzt sind wir ganz gespannt zu hören, was hattest du mit dem zweiten Buch auf sich? Also die begeisterten Leser haben ja lange drauf warten müssen, fast 10 Jahre. Könntest du uns ein bisschen was zu dem Buch erzählen? Ja, gerne. Also es geht noch mal weiter in die Vergangenheit. Nicht mehr im 19. Jahrhundert wie im finsteren Tal, sondern jetzt ins 18. Jahrhundert. Es ist ein bisschen so ein Panorama des 18. Jahrhunderts mit einem Ich-Erzähler. Der ist ein extrem begabter Mensch in allem, was das Mechanische betrifft. Er kommt als Uhrmacher-Lehrbub nach Wien zunächst. Mitte des 18. Jahrhunderts verliebt sich dort in eine Grafentochter, was natürlich nicht gut gehen kann zu der Zeit. Muss dann fliehen aus Wien und kommt dann nach Paris zu der Titelfigur, einem Marquis, ein Geheimnis hat. Und ja, es geht um Maschinenmenschen, um diese ganzen Automaten und Androiden sozusagen des 18. Jahrhunderts, um Körperbild des 18. Jahrhunderts, um Vergänglichkeit und dergleichen. Und um den Versuch der Überwindung der Vergänglichkeit. Das vor allem, ja. Und wer dich kennt, weiß, dass auch manche gruselige Geschichte darin auftaucht und du dir ganz spezielle auch Szenarien ausgedacht hast. Warum denn das 18. Jahrhundert? Hat das einen Grund, warum du das 18. Jahrhundert gewählt hast? Ja, also tatsächlich aber über diese Faszination für diese ganzen künstlichen Lebewesen, jetzt unabhängig von Jahrhunderten, hat mich das schon immer fasziniert. Und darüber kam das, dass ich eigentlich über so ein Bild, das ich hatte, das jetzt das Finale geworden ist, von dem Buch, wusste, okay, dieses Bild gehört ins 18. Jahrhundert und da drumherum hat sich dann so alles andere angesammelt. Ja, also um das noch ein bisschen plastischer zu machen, eben die Schachautomaten kennt, glaube ich, jeder, also auch der sich jetzt nicht im 18. Jahrhundert auskennt. Und eben den Versuch, mechanisch die Natur nachzubilden. Aber der Jakob und der Marquis gehen ja noch weiter und wollen ja nicht nur die Natur nachbilden, sondern auch überwinden sozusagen. Und eigentlich eben auch das Verbotenste aller Dinge tun, sich Gott gleichstellen sozusagen. Und finden hoffentlich da auch ihre gerechte Strafe, oder wie hast du das? Ich wollte es eigentlich nicht als so eine Geschichte über Hybris und dass es einen Gott gibt, der das bestraft. Das ist jetzt weniger mein. Ja. Also ich bin kein Fan von Wissen und Weltbilder zu übernehmen aufgrund von Hierarchien und Autoritäten. Ich bin da durchaus auf Seiten der Aufklärung, dass man sagt, so, nein, man muss die Natur befragen und dann herausfinden, was ist und Erkenntnis sammeln. Aber das Paradoxon dabei ist natürlich, egal wie viel Erkenntnis man sammelt, das Ende ist dann doch das eine, das es für alle ist. Und um diesen Zwiespalt ging es mir eigentlich eher, wie ist dieses Zeitalter der Aufklärung, das sagt, nein, es gibt vielleicht auch, es gibt auch danach dann nichts mehr und kein Leben danach und kein ewiges Leben. Was, wenn ich scheitere an diesem Versuch, mir selber mein Leben zu verlängern? Und wie geht man damit um, dass man einerseits alles erkennt, andererseits am Ende doch wieder dasteht mit nichts? Wo man begonnen hat, ja. Und was macht das auch mit einem? Aber wo wir jetzt tatsächlich eben gerade hier mit über der Ausstellung Verbotene Bücher sitzen, sozusagen,
als Leser stellt man sich ja schon immer wieder die Frage, geht es jetzt hier zu weit oder nicht? Zum Beispiel anfangs haben sie im Keller eine Art Laboratorium errichtet und amputieren dann dieser Stute die beiden Vorderbeine und versuchen dann eben sie zum Halbautomaten zu machen. Ja? Und sie gehen dann aber noch weiter und das darf ich durchaus, glaube ich, schon erzählen, spoilern sozusagen, und rekrutieren auch Obdachlose und Menschen, mit denen sie dann eben Versuche machen. Also du selber ziehst ja als Autor keinen wirklichen Strich sozusagen, es gibt keine moralische Trennlinie, aber ist es von dir so intendiert, dass man sich immer wieder eben die Frage stellt, gehe ich jetzt da noch mit oder verurteile ich hier schon? Ja, genau, um diesen Zwiespalt ging es mir, weil es natürlich einerseits leicht ist und nicht unberechtigt zu sagen, man darf an Lebewesen keine Versuche machen. Andererseits profitieren wir alle auch davon, was die Medizin dadurch geschafft hat. Also sehr viel von dem, warum wir heute Prothesen haben können, Behandlungen haben können, alles Mögliche haben können, basiert auf Versuchen. Und da wird es dann wieder schwierig. Und genau um diese Frage, wie weit gehe ich, was darf man nicht und wer übernimmt die Verantwortung dafür, das war, was mich interessiert hat. Und nicht, dass ich jetzt ein Urteil darüber gebe. Also es gibt Sachen, da würde ich jetzt auch nicht mehr mitgehen in diesem Buch. Hoffe ich. Ja, aber ja, also eher um diese Frage von, was kann man rechtfertigen und wie und wer rechtfertigt es? Weil eben auch wieder diese Frage, welche Autorität gibt es, die das dann sagt. Das Buch schafft eine ganz eigene Welt und eben keine Schwarz-Weiß-Welt, sondern eine bunte Welt, in der man praktisch vermeint, wirklich auch anwesend zu sein, zu schmecken, zu riechen, zu sehen, was Jakob sieht. Und eins von den Dingen, die dazu beitragen, dass es so ist, ist die Sprache. Die Sprache ist ja ganz besonders. Und auch im finsteren Tal war es so, dass du eine ganz eigene Sprache geschaffen hast. Wie schwierig war das, diese Kunstsprache des 18. Jahrhunderts, so ein bisschen antikisierendes Deutsch zu schaffen? Also in dem Fall deutlich schwieriger als beim finsteren Tal. Beim finsteren Tal war der Sound irgendwie von Anfang an eigentlich mit dem ersten Satz für mich da. Bei dem habe ich tatsächlich zwei komplette Fassungen geschrieben, weil die erste Fassung sich noch so reinfinden musste in diese Sprache, die einerseits natürlich die Sprache der Zeit, bis ich da so die richtige Balance hatte, dass es lesbar ist, aber plausibel nach 18. Jahrhundert klingt. Und zum anderen aber auch, wie klingt dieser Mensch? Es ist, wie gesagt, ein Ich-Erzähler und es war eben wichtig herauszufinden, so, ja, was ist dessen Klang. Und das hat gebraucht. Also da hatte ich, wie gesagt, so eine Fassung musste ich schreiben, um mich eigentlich so wirklich einzufinden. Und dann kann ich so in diesem Sound wirklich loslegen nochmal. Damit es auch wirklich aus einem Guss ist. Ja, dann streiten wir von der Theorie zur Praxis und freuen uns darauf, wirklich einige Sätze, einige Eindrücke, Stellen aus deinem Buch zu hören. Und ja, vielen Dank, dass du heute da warst und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Buchernpreis der Stadt München. Ich danke, dass ich da sein durfte und für das Interesse. Und es öffnete sich die Tapetentür ganz und daraus hervortrat sie. Ein vollkommeneres Geschöpf hatte ich nie erblickt. Ich kannte freilich der reizvollen Weiber genug und hatte manch schönes Frauenzimmer schon gesehen in Wien. Doch waren dies alles lediglich schöne Menschen. Was mir hier jedoch an unerwartetem Ort zu unerwarteten Zeit erschien, war eine Göttin. War ein Wesen von einer Makellosigkeit, wie sie auf Erden unmöglich mir dünkte, und wie sie es wahrhaftig ist, außer in jener kürzesten Lebensfrist, da ein Leib erblüht ist zu seiner Reife, doch noch gänzlich unberührt von den Verheerungen der Vergänglichkeit. Es war die Haut dieses Wesens von einem fast jenseitigen Weiß, war solch feinstes Porzellan, dass ich glaubte, eine Ahndung der bläulichen Adern darunter vorschimmern zu sehen. Doch was diesem, was dem ebenmäßigen Oval ihres Antlitzes hätte eignen können an Puppenhaftigkeit, das machte zunichte die unbeherrschte Lebendigkeit, welche aus allem anderen sprach. Dem Fordernden, welches im dunklen Blitzen der Augen lag, dem spitzbübischen Hervorragen von Näschen und Kinn, dem Rot der alle Vornehmheit belächelnden Lippen, dem starken Herz, welches man unter dem zartesten aller Dekolletés meinte schlagen zu spüren. Nun konnte es schlecht länger ausbleiben, dass der Marquis mich weiter befragte. Doch schien's geradezu, als hätten wir da bereits jenen Pakt geschlossen, welchen wir dann lange, zu lange halten sollten. Einander stets unsere Geheimnisse zu belassen und nie auf Kunde zu drängen, wo es den anderen in Verlegenheit bringen mochte. Und dennoch schätzt er dieser Tage das Kriegshandwerk mehr, denn die Uhrmacherei, tastet der Marquis also vor, mir überlassend, was und wie viel ich preisgeben mochte. Es war mir eine Weile dienlicher, gestand ich nach kurzem Überlegen. Meine Leidenschaft war das Soldatentum freilich nie.
Und nun hat's wohl eh sein Ende, zeigte ich auf meine ledierten Haxen. Es war all das bloße Feststellung und doch auch, wenn er nur wollte, eine gewisse Aufforderung an den Marquis. Der nahm sie mit Vorsicht an. Er kehrt also zurück zu seiner Werkstatt, zu Weib und Kind, in die Heimat. Ich schüttelte den Kopf. Nichts davon habe ich und verbiss mir die Lüge, ein Mehr hinzuzusetzen. Doch gab ich mir Mühe, jedes Bedauern aus meinem Ton fernzuhalten. Ihr wäret frei, so denn jemand Verwendung hätte für euch, fragte der Marquis und blickte mir dabei tief in die Augen. Nicht jedoch meine Antwort willen, sondern ergründend, was und wen er sich einhandeln möchte, gäbe ich ihm ein Ja. Alles, was mich in dieser Welt noch bindet, liegt in eurer Hand, antwortete ich auf die Rose blickend. Er ließ das silberne Gewächs behutsam aus seiner Handfläche gleiten, bis es wieder um meinen Hals baumelte. Dann, so ihr willens seid, werdet ihr wohl von mir hören. Er erhob sich, studierte noch einmal die Tafel mit meinem Namen und wandte sich dann an seine Schar von Feldschern. Meine Herren, ich habe Ihre Geduld lange genug beansprucht, wenn ihr die Güte hättet, mich in den letzten Saal zu weisen. Und damit entschwand er. Und taucht nie wieder auf, deswegen hat das Buch 450 Seiten und... Nein. Als Fabian an einem bewölkten Mittag nach der Schule gerade sein Rad aussperren wollte, bogen die drei plötzlich um die Ecke und bauten sich drohend vor ihm auf. Sofort breitete sich ein ungutes Gefühl in seinem Körper aus. Ein Gefühl, das er schon so gut kannte. Und der Autor von Fabian und der Gnome, Volker Petters, ist heute hier bei uns und wir haben ein paar Fragen an ihn. Hallo Volker. Ja. Hallo Volker. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Worum geht's denn in diesem Buch? In dem Buch geht es um den 11-jährigen Fabian, der in der Schule seit einiger Zeit von drei älteren Jungs geärgert wird. Und Fabian bekommt daraufhin Albträume. Und in diesen Albträumen verwandeln sich seine Widersacher in monsterartige Wesen, die ihn verfolgen. Und irgendwann taucht aber ein frecher, wundersamer Gnom in seinen Träumen auf. Und dann erlebt Fabian ein Abenteuer, mit dem er nie gerechnet hätte. Sehe ich interessant an. Wie spricht der Gnome also? Wie ist die Stimme des Gnomes? Oh, gute Frage. Wie spricht der Gnome? Ja, der Gnome ist ja recht selbstbewusst und tritt sehr selbstbewusst auf. Das heißt, ich würde sagen, er spricht vielleicht so ein bisschen mit einer tiefen, kratzigen Stimme. Genau, ist ja auch immer so ein bisschen cool. Ich glaube, ich würde das alles unterstreichen wahrscheinlich, wie er spricht. Und er ist ja auch manchmal ein bisschen frech. Zähl noch ein paar weitere Charaktereigenschaften von dem Gnom auf. So jemand hätte doch sicher jeder gerne zum Freund, oder? Vermutlich ja, genau, tatsächlich. Also der Gnom lernt ja Fabian einige Sachen, wo Fabian drüber nachdenkt oder was ihm hilft, dann auch in seinem Alltag zurechtzukommen. Und ja, ich glaube, der Gnom ist sehr weise. Die haben ja diese Gnomologie in seiner Welt, nach der sie leben oder die auch besagt, dass man Gutes tun soll und so. Da gibt der Fabian einiges auf dem Weg dann in der Geschichte. Die andere Hauptfigur in dem Buch ist der Fabian. Wer ist das? Genau, Fabian ist ein 11-jähriger Junge, der jetzt nicht ganz so groß ist für sein Alter und ist sehr sensibel und einfühlsam, was ihn vielleicht in dieser Zusammensetzung ein bisschen zum Außenseiter werden lässt oder scheinbar werden lässt. Und genau, dann gibt es leider auch drei ältere Jungs, die ihn immer wieder ärgern und mobben. Und das ist also quasi Fabians große Herausforderung. Das Thema Mobbing ist ja ein Teil dieses Buches. Hast du selber Erfahrungen damit? Ja, also tatsächlich auch als Kind. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe da auch ein bisschen was verarbeitet in dem Buch. Allerdings muss man sagen, wenn das damals nicht passiert wäre, würde es heute das Buch vermutlich nicht geben. Insofern denke ich, war es dann doch für was gut so, auf jeden Fall. Und wie wichtig ist es, über Mobbing aufzuklären? Ich denke, es ist ziemlich wichtig, Leute auch in jungen Jahren schon dafür zu sensibilisieren für das Thema. Weil es, glaube ich, nicht weniger wird, jetzt gerade in Zeiten von Social Media mit WhatsApp und Instagram und so weiter, wo jetzt ja die Eltern auch nicht immer Einblick haben, wo da die Kids unterwegs sind oder was sie machen oder schreiben und so weiter. Insofern, glaube ich, schadet es nicht, da eine gewisse Sensibilität zu schaffen zu dem Thema, genau. Wie kamst du dazu, das Buch zu schreiben?
Ich habe mich mit verschiedenen Themen schon länger beschäftigt oder schon eigentlich so seit der Kindheit und habe die verschiedenen Elemente so zusammengebracht in der Geschichte. Also das Thema Mobbing, das Thema Freundschaft, das Thema Außenseiter sind so genau verschiedene Themen. Und dann ist irgendwann so ist die Geschichte entstanden, hat sich so entwickelt. Okay, was bedeutet Freundschaft? Wie fühlt sich das so an? Freundschaft ist, glaube ich, was ganz Wichtiges im Leben. Ist, glaube ich, so neben Familie sind, glaube ich, Freunde was ganz Wichtiges, die einfach auch eine Stütze sein können oder wo man einfach gutes das Leben mit ihnen teilen kann. So ist, glaube ich, echt ganz elementar, Freunde zu haben, Freundschaften zu haben. Und wie schwierig ist es für einen Außenseiter wie Fabian, in einer Schulklasse gute Freunde zu finden? Er wäre vielleicht sogar offen, aber es wird ihm vielleicht nicht immer leicht gemacht so. Und Fabian muss ja in der Geschichte auch einige Entwicklungsstufen durchlaufen oder steht vor einigen Herausforderungen oder Sachen, die er bearbeiten muss. Und letztendlich fällt es mir dann viel leichter, auch nach außen zu gehen und auch Freunde zu finden oder einen Freund zu finden. Aber was bedeutet denn Freundschaft für euch oder wie definiert ihr Freundschaft? Ein guter Freund oder eine gute Freundin sollte mich verstehen, ähnliche Interessen wie ich haben. Und wir sollten uns gegenseitig helfen und uns zusammen weiterentwickeln. Ja, klingt super. Was macht man so als Autor? So, genau, Schreiben ist immer ein Prozess. Das heißt, du hast am Anfang so die ersten Ideen und irgendwann formt sich dann die Geschichte. Und dann schreibt man die auf. Und jemand wie ich arbeitet jetzt eher länger an der Geschichte, weil ich glaube, dass es den Geschichten ganz gut tut, manchmal reifen zu können. Also, dass man die auch mal ein paar Wochen weglegt, wenn man sich das erlauben kann, wenn man die Zeit hat. Und dann auch vielleicht auch was anderes macht und dann die Geschichte wieder hervorholt. Und ich glaube, dann kommen Stück für Stück auch mehr Schichten dann dazu. Also, ich glaube, dass es Geschichten oft gut tut, wenn sie reifen können. Und wie ist das Buch dann tatsächlich entstanden? Das war ja per Crowdfunding. Also, dass interessierte Leser dir vorab ein bisschen Geld gespendet haben. Ich selbst auch. Dankenswerterweise. Gerne. Erzähl mal, wie verlief die Fertigung des Buches? Der Prozess. Also, tatsächlich, genau, der Verlag hat gesagt, der ist gerade ziemlich am Limit, aber er würde mich gerne unterstützen. Und hat dann die Idee ins Spiel gebracht von Crowdfunding. Und hat funktioniert. Also das heißt, Unterstützer konnten verschiedene Packages erwerben. Also entweder nur das Buch oder drei Bücher und das E-Book oder ein Buch für sich und vier Bücher spenden für wohltätige Zwecke. Und so kamen tatsächlich dann 4.800 Euro zusammen. Und damit konnte ein Teil der Druckkosten gedeckt werden und der Illustrator bezahlt werden. Insofern war das natürlich eine super Basis. Und es war insofern eine Win-Win-Situation, weil ich oder wir fast 50 Bücher spenden konnten an verschiedenste Einrichtungen. Also Grundschulen, Kinderkrankenstationen, Horte und so. Insofern war das echt eine schöne Sache. Wow, Respekt. Danke. Wie finden die Leser das Buch? Also ich habe schon viele schöne Rückmeldungen bekommen. Das Buch ist ja seit einigen Wochen erhältlich. Und es gab auch einige schöne Rezensionen schon von zum Beispiel Instagram, Buchbloggern und so weiter. Und insofern habe ich bisher eigentlich nur gute Nachrichten erreicht. Eine schöne war, dass mir eine Mutter geschrieben hat, dass die Tochter hatte wohl leider auch ein bisschen Erfahrung mit Mobbing. Und die hat mir geschrieben, dass ihnen das Buch wohl ziemlich geholfen hat. Das ist natürlich für einen Autor das Schönste, was passieren kann. Welche Zielgruppe hat denn das Buch? Das Buch ist ab 8 Jahren, das heißt so Grundschule, 3., 4. Klasse und aber natürlich nach oben offen. Also die Illustrationen sind jetzt auch eher reifer gehalten, sind im Comic-Concept-Art-Stil, weil ich gerne weg wollte so von typisch kindlichen Illustrationen, wie so Piraten, Prinzessinnenbücher oder so. Das sind jetzt eher reifere Illustrationen, was mir auch sehr gut gefällt. Und es war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Illustrator, mit Simon Sieber. Wir haben wirklich relativ lange an den Figuren entwickelt. Also allein für den Gnomen gab es, glaube ich, 30 Entwürfe oder so. Das waren schon alles so Entstehungsprozesse, aber jetzt bin ich sehr happy, so wie die Figuren sind und eben die Welt, die wir da so geschaffen und aufgebaut haben. Ja, es ist ein sehr mutmachendes, tolles Buch, das wir sehr empfehlen können. Dankeschön. Und jetzt darf die Nathalie noch eine kleine Kostprobe vorlesen. Genau. Ja, super, ich bin gespannt. Der Gnom fasste an seinen Köcher, holte eine aus Holz geschnitzte Wurzelflöte hervor und warf sie Fabian zu. Spiel darauf, rief er schnell. Fabian schaute den Gnom mit großen Augen fragend an. Na los, mach schon, beeil dich, forderte ihn der kleine Kerl ungeduldig auf.
Fabian begann zögerlich auf der sonderbaren Flöte zu spielen. Zuerst brachte er nur ein paar einzelne Töne hervor, aber nach und nach entwickelte sich aus den Tönen eine Melodie. Die drei Monster brachen in fieses Gelächter aus. »Das ist alles? Wie erbärmlich!« feixte das Wolfziegengesicht. Fabian wurde zunehmend unsicher, aber er ließ sich nicht davon abbringen und spielte mutig weiter. Und auf einmal spürte er ein sonderbares Kribbeln, das sich stetig in seinem ganzen Körper ausbreitete. Kurz darauf geschah etwas Unglaubliches. Er begann zu wachsen. Hallo und herzlich willkommen in der Galerie Bezirk Oberbayern. Wir sind hier in der Ausstellung We Are Plants von Rainer Heildorn und mir. Und ich gebe jetzt mal ein paar Einblicke in die Ausstellung und wie wir sie konzipiert haben, was wir uns dabei gedacht haben. Während dem Bewerbungsverfahren wählt eine Fachjury die jeweiligen Künstler aus, die in der Galerie ausstellen sollen. Und so gibt es einen regelmäßigen Rhythmus, in dem immer zwei zufällig gewählte Künstler den Ausstellungsraum bespielen. Und als ich davon erfahren habe, dass ich mit Rainer Heildorn ausstellen werde, habe ich natürlich gestern eine Webseite angeschaut und war sofort begeistert von seinen Arbeiten und war mir eigentlich gleich sicher, dass das gut funktionieren wird mit unseren beiden Arbeitsweisen. Und als wir uns dann getroffen haben, hat sich das eigentlich sofort bewahrheitet und wir hatten einen ziemlichen Flow. Es gab sofort sehr viele Ideen zusammen und wir haben wirklich gar nicht lange gebraucht, verschiedene Sachen dann miteinander umzusetzen, weil es einfach so gut zwischen uns harmoniert hat. Gleich, wenn man in die Ausstellung reinkommt, entdeckt man auch schon den ersten Blickfang, unser Nest. Und zwar ist es so, dass Rainer ein Krähennest zum Aufbau mitgebracht hat und ich habe ein Selbstporträt gemalt. Ich arbeite mit ganz verschiedenen Medien, also Malerei, Zeichnung und auch Video. Was aber stetig vorkommt, sind Selbstporträts in verschiedenster Form. Ich arbeite sehr viel mit meinem eigenen Körper und Nacktheit, weil ich glaube, dass es einfach so ein Erforschen am eigenen Körper ist, der auch für mich Selbstermächtigung und Selbstbestimmung bedeutet. Während dem Aufbau hat sich relativ schnell ergeben, dass dieses Ölbild von mir unbedingt in dieses Krähennest rein muss. Und es erweist sich jetzt als kleiner Schatz der Ausstellung, weil jeder ganz angezogen wird von diesem kleinen Schatz, der sich da drin befindet. In der Ausstellung sind auch zwei von meinen Übermalungen zu sehen. Das ist eine Serie, die ungefähr seit 2015 entsteht. Das sind historische Werke, denen ich händisch eine Behinderung reinmale. Und man denkt sich, das könnte man vielleicht auch mit dem Computer machen. Aber mich interessiert einfach die Technik, also die Farben zu mischen. Und es ist für mich auch so ein physischer Eingriff in das Bild. Und es muss einfach über meine Hand geschehen. Mir geht es bei den Übermalungen einfach darum, dass Behinderung ja über Jahrhunderte versteckt wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen in diesen repräsentativen Werken ganz bestimmt Behinderungen hatten. Und deswegen möchte ich die sozusagen korrigieren in ihrer Geschichte und sichtbar machen. Für mich ist unsere Ausstellung so ein bisschen wie ein angenehmer Spaziergang durch die Natur. Und das liegt an Rainers Arbeiten, die sich mit der Botanik beschäftigen. Rainer ist inspiriert von Mikroskopaufnahmen von
Süßwasser und Chlorophyll. In diesen Aufnahmen sieht man nämlich auch so eine gesprenkelte Struktur. Also er stellt sozusagen auch den Mikrokosmos dar und denkt dabei aber auch zum Beispiel an das Universum und an die Unendlichkeit und dass der Mensch auch ein Teil der Natur ist und ein Teil von einem größeren Ganzen ist. Und das verbindet uns auch in unserer gemeinsamen Arbeit, weil ich mich auch mit der Natur beschäftige und deswegen sind wir bei der Konzeption von der Ausstellung relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir meine Ölbilder in seine Ölbilder reinkleben werden. Deswegen findet man in der Ausstellung auch in seinen großen, monumentalen Bildern immer wieder so kleine, versteckte Miniaturen von mir. Und weil das Thema der Botanik auch das Thema ist, das unsere Arbeit miteinander verbindet, haben wir uns dann entschieden, zusammen eine Performance zu machen. Die haben wir an der Lange Nacht der Museen gemacht. In der Performance hebt Rainer mich aus meinem Rollstuhl und legt mich auf die Leinwand und malt dann in seiner gewohnten Maltechnik das Bild außenrum. Für uns war das sozusagen so ein Prozess, den Körper in die Natur zu pflanzen oder eben, dass der Körper sich auflöst im Grün der Landschaft. Hier vor mir sehen wir jetzt das fertige Ergebnis von der Performance. Und die Galerie des Bezirks Oberbayern feiert dieses Jahr auch gleich zwei Jubiläen, nämlich das Jubiläum der Galerie, 25 Jahre und 10 Jahre Kunst inklusive. Und das ist auch das Besondere an dem Galeriekonzept. Die Ausstellung ist nämlich komplett barrierefrei zugänglich und wird durch ein inklusives Begleitprogramm ergänzt. Das heißt, man kann hier zum Beispiel auch Tastführungen oder auch Führungen in leichter Sprache erleben. Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem kleinen Ausschnitt aus der Ausstellung jetzt neugierig machen, die Ausstellung selbst zu sehen. Die läuft nämlich noch bis 16. Februar hier in der Galerie. Bei einer Lesung im Kreativlabor zeigte die Aktivistin Nathalie Dedreux Einblicke in ihr Leben mit Down-Syndrom. Leichte Sprache ist für uns Menschen mit Behinderung wichtig. Für alle anderen ist sie auch mega wichtig. Es ist deswegen wichtig, damit wir Menschen wissen, was auf der Welt eigentlich los ist. In der Tagesschau muss es deshalb auch leichte Sprache geben, damit wir uns informieren können. Wir Menschen mit Behinderung interessieren uns auch für Politik. Die Sprache in der Tagesschau ist so schwer zu verstehen. Deswegen haben wir eine Petition gestartet. Da fordern wir, dass es jeden Tag Nachrichten in leichter Sprache geben muss. Die Petition heißt Tagesschau in leichter Sprache. Es gibt auch Regeln für die leichte Sprache. Wichtig ist, dass man kurze Sätze macht, dass man nicht so schnell spricht, damit man da auch mitkommt. Die komplizierten Wörter müssen erklärt werden. Leichte Sprache muss geprüft werden. Ich bin auch Prüferin für leichte Sprache. Genau, da kommt das Down-Syndrom. Ich möchte erklären, was das Down-Syndrom ist. Das Down-Syndrom ist etwas Besonderes. Das ist bei manchen Menschen so, man braucht keine Angst davor haben. Wenn wir Menschen mit Down-Syndrom unterwegs sind, dann muss man keine Angst haben.
Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das so, wir haben ein Chromosom zu viel. Chromosomen gibt es schon vor der Geburt. Da sind sie in jedem Menschen drinnen. Es gibt viele Chromosomenpaare. Wir haben das 21. Chromosom dreimal. Und deswegen sagt man eigentlich Trisomie 21 zu Down-Syndrom. Wir wollen gehört und gesehen werden und wir wollen ja auch weiter am Leben teilhaben. Ich muss sagen, da gibt es Vorurteile. Zum Beispiel, dass wir nicht lesen und schreiben können, das stimmt nicht. Es gibt da noch eine Sache wegen dem Duzen. Wenn Menschen mit Down-Syndrom unterwegs sind, dann werden wir automatisch geduzt. Wir sind nicht jünger, als wir alt sind. Wenn wir erwachsen sind, möchten wir, wie alle anderen, gesiezt werden. Wir werden wie kleine Kinder behandelt, obwohl wir erwachsene Menschen sind. Genau, dann schon mal Promi. Ich bin eine bekannte Promi. Ich war fast überall zu sehen und auch mal live im Fernsehen. Das Coole ist, jetzt bin ich berühmt in ganz Köln. Das Gute ist, dass ich viele Fans von mir habe. Das Gute ist auch, dass ich in den Social Media zu sehen bin. Das Gute ist, dass ich von mir eine Wikipedia-Seite habe. Es ist cool, dass ich draußen sehr bekannt bin. Wenn ich unterwegs bin und erkannt werde, dann werde ich angesprochen. Das ist schön, die Leute, die draußen sind, haben mich live gesehen. Im Fernsehen oder so. Daher bin ich so berühmt geworden. Besonders gut finde ich, dass ich einen Preis bekommen habe. Für den Auftritt in der Wahlarena. Den Preis habe ich von der Lebenshilfe bekommen. Das ist eine sehr große Ehre für mich. Es macht Spaß, Interviews zu geben. Dadurch wird man noch berühmter. Wenn man auch in Artikeln erwähnt wird, zum Beispiel, es macht Spaß, ein Promi zu sein. Das Herz. Das Herz hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Das Herz ist für mich wie die Liebe. Liebe bedeutet mit dem Herzen denken. Pass mal auf, jetzt kommt der Satz, dass man mich auch gut küssen kann. Mich kann man sehr gut küssen. Die Liebe ist etwas für mich wie Sex. Das tut der Haut gut. Das Herz bedeutet für mich, dass man frisch verliebt ist. Dass man gut zusammen ist. Das Herz ist sehr, sehr wichtig, damit es da ist. Ich habe hier auch Herzen in meinem Zimmer hängen. Jetzt sage ich mal, von wem die Herzen geschenkt bekommen habe. Die habe ich nämlich von meinem Freund bekommen. Da sieht man uns beide auf dem Foto, Arm in Arm, wie süß. Das Herz ist für mich romantisch. Romantik ist geil. Was kann man gegen Vorurteile gegenüber Menschen mit Trisomie 21 tun? Ja, aber muss man die Vorurteile mal wegmachen und so? Weil dann wird es ja eigentlich besser. Ja. Du setzt dich auf die Bühne und liest dein Buch. Ja. Genau, so ist es. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Da ja, gehe ich gerne schwimmen und auf Konzerte und so. Und ich gehe auch gerne kegeln. Okay. Genau. Oh. Welches ist Ihr Lieblingsessen? Das Essen ist Ratatouille hier und Indisch essen. Ratatouille und was ist das andere? Indisch. Indisch? Scharf? Nicht scharf. Indisch nicht scharf? Okay. Möchten Sie noch ein Buch schreiben? Ja, ich würde gerne mal ein Buch schon von John Lennon schreiben, wo ich noch mit den Herrn, wenn ich mit Rebert noch dran bin, ist das Thema Reisen. Ja, das Reisen ist ja schon gut mit einem Projekt gestartet und so. Ja. Aber ich würde auch zum John Lennon und von damals noch darüber was schreiben.
Das ist der Mann, der das Down-Syndrom erforscht hat, habe ich von der Mama erfahren. Kannte den auch nicht. Ja. Vielen herzlichen Dank, Nathalie Didreux.